So Leute, herzlich willkommen zurück. Ich habe mich gerade nochmal vergewissert, ob ich wirklich aufnehme. Herzlich willkommen zurück zu Fußball Manager 18. In der Köln-Karriere, wir haben in der letzten Folge knapp gewonnen, aber wir sind gut unterwegs. Timo Werner kommt gut in der Mannschaft an, hat in den letzten zwei Spielen die entscheidenden Tore gemacht und ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Heute werden wir mal gegen Berlin mit einer, rotierende Mannschaft reingehen, Eichhorn wieder dabei. Ich finde, der hat es einfach momentan verdient, aufgestellt zu werden. Und Weiser würde ich gerne im Pokal, kommt ja als nächstes dann schon das Pokalspiel gegen Frankfurt, würde ich gerne dann auf Weiser setzen. Grundmann immer noch in der Startaufstellung, hat es momentan auch absolut verdient, da zu sein. Wir werden mal wieder mit Lars reingehen und mit Daniel. Timo Werner vorne drinne. João Mario und Mirino wieder, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, die beiden auf der 8. Mal wieder umgekehrt, ich will das gerade mal so ein bisschen ausprobieren, wer auf welcher Position besser ist, weil die João Mario-Position jetzt gerade ist in der Taktik ein bisschen offensiver und die Mirino-Position ist in der Taktik ein bisschen defensiver. Deswegen, ich will gerade mal einfach nur so ein bisschen gucken, wer von beiden ist besser unterwegs. Deswegen tausche ich das ab und zu mal. Dann würde ich sagen, Leute, es gibt noch ein paar Sachen, die ich mal so nebenbei gemacht habe. Wir haben einen neuen Jugendspieler, wir haben wieder ein neues 9-Sterne-Talent bekommen in der B-Jugend, das habe ich auch direkt verteilt. Hier, Nico Mohr hat jetzt seinen Jugendspieler, ich vergewissere mich gerade nochmal, dass der wirklich richtig ist, der Jugendspieler. Nicht, dass ich hier gerade irgendeine Scheiße gemacht habe. Doch, Nico Mohr, du wolltest einen Rechts- oder Linksverteidiger, Deutsch-Franzose. Das Deutsch-Franzose wirst du niemals bekommen. Deswegen habe ich dir jetzt einfach einen Deutschen gegeben mit guten Charaktereigenschaften. Und ich hoffe, du bist glücklich. 9-Sterne-Talent, 15 Jahre alt. Und deswegen, willkommen in der Mannschaft. Und unsere Jugend wird einfach noch immer krasser. Dann zu der Jugend. Ich habe mich endlich mal dazu entschieden. Wir sind finanziell mittlerweile richtig gut aufgestellt. Wir haben ein sehr, sehr positives Finanzergebnis über die letzten Jahre hinweg eingefahren. Und das ist bei Köln ja gar nicht so einfach, ja, über die Jahre hinweg. Ich habe auch schon Saisons gehabt, da habe ich jedes Mal mit Köln am Existenzminimum gelebt, quasi für den Fußball. Aber bei uns läuft es richtig gut, deswegen habe ich mich jetzt mal dazu entschlossen, 2 Jugendcamps in Auftrag zu geben, 1 in Köln, ja, wir gründen quasi ein Jugendleistungszentrum in unserer Stadt und in Rio de Janeiro. Ja, immer Köln und ein paar brasilianische Talente kann ja auch nicht schaden, holen wir uns da so einen neuen Neymar oder sowas. Kann man mal gucken, ich habe einfach mal Brasilien genommen, um auch mal ein paar ausländische Leute in den Verein zu bekommen, dass wir jetzt nicht ein komplett rein deutsches Team haben irgendwann. Wäre zwar cool, vielleicht stellen wir ja irgendwann die komplette Nationalmannschaft. Aber so ein bisschen Variation, was die Nationen angeht, kann ja nicht schaden. Ne? Also so ein paar andere Spielertypen dann auch mal reinzubekommen, fände ich schon ziemlich geil. Dann habe ich noch ein paar Verträge in der zweiten Mannschaft verlängert. Ja, also quasi bei all denen, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist. Und ich habe Schnitzel schon mal ein paar Vereinen angeboten. Wird wahrscheinlich Düsseldorf werden, sein zukünftiger Verein. Ich habe auch schon mal geguckt, Düsseldorf hat zwar gerade noch einen besseren Torwart, aber der wechselt ja dann eh erst in der nächsten Saison, da die Transferphase jetzt vorbei ist. Und er geht halt zurück zu Leipzig und dann hat Düsseldorf für die nächste Saison in der zweiten Bundesliga auch schon einen Stammkeeper mit unserem guten Schnitzel. Denn wir planen ja langfristig dann mit einem neuen Keeper aus der zweiten Mannschaft, wenn er denn dann soweit ist. Oder wir verleihen halt noch jemanden und gucken mal, dass wir halt dann unsere Jugendkeeper hochholen in die erste Mannschaft, wenn wir sie wirklich brauchen. Und ich hoffe dann, dass Olaf entweder ab der nächsten Saison oder ab der übernächsten Saison, wenn wir ihn verleihen, so ein bisschen so seine Durchbruchssaison hat und danach dann quasi unsere erste Mannschaft quasi im Tor übernimmt, ne? Denn Baumann wird nicht jünger und wir können einen neuen Torwart, einen neuen sehr guten Torwart gebrauchen. Und ich denke, das haben wir mit Olaf, den sehr, sehr guten Torwart. Gut, Leute, dann würde ich sagen, genug geschnackt für den Moment. Wir gehen rein. Übrigens, denkt dran, Leute, alle Folgen jetzt erstmal nur noch um 17 Uhr ist für mich besser. Habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. Tagesaktuell, weil ich momentan nicht wirklich
Ich werde heute wahrscheinlich 2 Folgen aufnehmen, aber momentan ist es für mich halt einfacher, so ein bisschen tagesaktuell aufzunehmen, und um 17 Uhr habe ich dann einfach, wenn die Folgen erst um 17 Uhr online sind, sein müssen, quasi, habe ich ein bisschen mehr Zeit als 12 Uhr, weil das ja auch noch immer eine Weile dauert, bis die Folgen dann tatsächlich nach der Aufnahme dann auch noch online sind, ne? Gut, Leute, gehen wir rein ins Spiel. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auf Lars und Sascha, die heute in der Startaufstellung sind, Daniel auch. Übrigens, Daniel, glaube ich, schon der 4. teuerste Spieler der Liga mit seinen 42 Millionen. Könnte sogar 42,5. Hat er sogar schon Pulisic überholt? Ja, er hat sogar schon Pulisic überholt. Das heißt, er ist sogar, glaube ich, jetzt der 3. teuerste Spieler der Liga. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wir gehen rein ins Spiel. Bis gleich. So, Leute, herzlich willkommen zum 20. Spieltag bereits gegen die Hertha. Wir sind auswärts unterwegs in Berlin. Da haben wir mal eine schöne Auswärtsfahrt gemacht, ne? Schön in den Zug oder in den Bus rein. Schöne 5-0er-Palette. Und wir spielen gegen Berlin, die ja keine so gute Saison spielen, sind aktuell nur 13. Jedweil holt sich hier direkt mal die gelbe Karte wegen einem groben Foulspiel an Ioha. Und ja, Berlin spielt ja so eine sehr schnörkellose Saison, kann man sagen. Aber wir kennen das, wir sind immer wieder Aufbaugegner. Auch wenn es bei uns in der letzten Zeit sehr, sehr gut läuft. Und da ist auch schon nicht der erste Treffer. Zum Glück, da nicht der erste Treffer. Eichhorn auch direkt mal die gelbe Karte. Autofokus, dankeschön. Ja, wir starten hier mal richtig, richtig scheiße rein gegen die Hertha. Also, richtig scheiße. Also, wir hatten, glaube ich, noch kein Spiel, wo wir so schlecht reingestartet sind. Und, ja, wir haben aber sehr, sehr viel Steigerungspotenzial dadurch jetzt auch. Diagonaler Ball von João Mario. Werner steht frei, scheitert aber an Jahrstein. Schade. Schade, schade. Also, wir haben jetzt hier schon 2 gelbe Karten und wir haben vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viel Potenzial, noch alles besser zu machen. Und meine Güte, mein Rücken fängt gerade übel an zu jucken. Warum? Stelle merken, waschen, hat meine Mom immer gesagt. Ja, wir gehen, denke ich, nochmal mit einer Möglichkeit in die erste Halbzeit. Konter über Mirino, der behauptet sich gegen Peter, der ja direkt mal gegen uns spielt jetzt. Aber der Ball ist kein Problem für Jahrstein dann im Endeffekt. Und ja, wir sehen hier nicht viel. Also die Leistung der Mannschaft ist jetzt nicht sonderlich gut. 2 Minuten werden draufgelegt. Die Defensive hat sich sehr krass gefangen. Wir müssen mal gucken. Nochmal die Möglichkeit für die Hertha. Das ist immer, das ist immer Konter. Zu umständlich. Geht am Kasten vorbei. Will Gibbs. Mit dem Ball. Aufs Tor. Und meine Fresse. Was war das für eine schlechte erste Halbzeit? So, Leute, weiter geht's. Kurze Pause, ich musste was gegen das Rückenjucken unternehmen. Einmal kurz kratzen, weiter geht's. Ja, wir haben eine sehr unspektakuläre erste Halbzeit gespielt. Die Hertha ist aber irgendwie diese Saison auch so ein bisschen dafür bekannt, unentschieden zu spielen. Hinspiel haben wir 2-0 verloren, also selbst wenn wir hier jetzt unentschieden spielen, machen wir es schon besser als im Hinspiel. Ja, also, und gerade die junge Truppe, ne, die hat noch so ein bisschen, die bekommt halt einfach die Zeit, wir sind vollkommen im Soll, ja, was das angeht, was unsere Saison bis jetzt angeht, sind wir total im Soll, da brauchen wir nicht mehr. Also wenn wir jetzt auf dem 4. Platz abschließen würden, wäre das schon sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen weiter in die 2. Halbzeit. So, Leute, weiter geht's in die 2. Halbzeit mitten rein und wir haben sehr viel Potenzial, um uns zu verbessern, ja, also wir müssen uns verbessern. Eckball, kein Problem für Jahrstein, den aufzunehmen, und es muss sich was tun. Wir lassen unsere Leute auf der Bank auch schon mal aufwärmen. In der Halbzeit wollte ich jetzt noch nicht wechseln. Wir sehen aber, wir steigern uns langsam. Scharfe Flanke von Lars. Gimba unterläuft da beinahe ein Eigentor. Oh, machst du es nicht einfach, bitte. Mann, Mann, Mann. João Mario mit der nächsten Ecke. 2. im Spiel für uns. Laufduell am kurzen Pfosten zwischen Sascha nach der Ecke von João Mario. Gimba kann sich aber durchsetzen, bereinigt die Gefahr. Ah, schade. Ich hätte da jetzt gerne ein Tor gesehen nach einer Ecke. Ja, momentan Hertha nochmal jetzt mit der Möglichkeit. Wir steigern uns aber von den Noten her. Sehr, sehr gute Möglichkeit. Ioha wird im Strafraum angespielt, dreht sich um Jedwai herum. Der Weg ist frei. Dupont
kann er auch austricksen. Zieht nach unten in die Ecke. Scheint genau geahnt zu haben. Blitzschnell ist er unten. Lenkt den Ball mit den Hand noch zur Seite weg. Boah. Was war das für eine Aktion gerade? Oliver Baumann hat uns hier gerade mit einer unnormalen Glanzparade gesaved. Gibt jetzt Ecke für Berlin. Ganz einfache Variante. Guganik am kurzen Pfosten. Ach, und dann machen die das... Oh, dann machen die das Eckentor Berlin, ne? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Mein Gott, aber wir liefern heute auch einfach zu wenig. Wir werden jetzt auch auswechseln. Wir liefern viel zu wenig nach vorne. Wir holen mal Dadachov und Pulisic rein für Werner und Glasig für Daniel. Ne? Wir machen nach vorne viel zu wenig. Die Noten sind schon besser geworden. Wir sind viel zu schlecht gegen die Hertha reingestartet. Und es hat sich so leicht, würde ich sagen, es hat sich leicht angedeutet, dass wir hier dieses Tor kassieren werden. Da die Hertha ja doch dann immer mal wieder mit gefährlichen Aktionen vors Tor gekommen ist. Ist halt nicht so geil jetzt für uns. Ist halt echt nicht geil. Wir scheinen auch momentan uns so ein bisschen damit abgefunden zu haben. Ich weiß jetzt nicht genau. Wir bringen mal Oliver Torres noch rein. Machen wir mal da noch die Dings voll. Wir hätten auch Passag reinholen können. Ist mir gerade eingefallen. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Ich habe ja Passag mitgenommen. Ja, so als Rechtsverteidiger oder Rechtsaußenwechsel. Da hätten wir da nochmal die Stärke zugelegt. Aber mit Oliver Torres, Pulisic und Dadachov haben wir da doch schon sehr gute Leute. Warum Dadachov? Werner war da heute auch nicht so gut vorne. Hat wahrscheinlich auch kaum Bälle bekommen. Aber vielleicht... Ja, die sind da vorne auch nicht gut. Also heute geht einfach gar nichts gegen die Hertha. Und wahrscheinlich kassieren wir jetzt noch das 2-0. Roberts nutzt einen Ausrutscher von Eichhorn. Aber... Verteidiger von uns können klären. Jahrstein hat hier alle Zeit der Welt, legt sich im Ball zurecht. Hier wird auf Zeit gespielt. Wir gehen nochmal auf vollen Angriff. Aber wir werden hier heute, denke ich, verlieren. Das sieht aus als wie ein Spiel, das wir auf jeden Fall verlieren werden. Dann haben wir einfach verloren, weil wir zu wenig investiert haben. Es ist ja mal gar nichts, hat ja funktioniert. Ja, die Hertha kommt jetzt gerade sogar nochmal. Ja, wir waren einfach zu schwach, es hat nichts geklappt, wir waren vielleicht auch ein bisschen zu, wie nennt man das, passiv, ja, also da muss die Leistung auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. Die Niederlage ist bitter und wir werden das hier verlieren, denn jetzt hat nochmal die Hertha, glaube ich, die letzte Aktion, weit übers Tor drüber. Wir hatten uns gesteigert. Ja, wir hatten uns in der Partie schon nochmal so ein bisschen reingefuchst, aber dann hat die Hertha halt dieses Gegentor, dieses Tor gemacht nach der Ecke und danach war halt irgendwie, keine Ahnung, wir sehen das da den Noten Mirino auch wieder ziemlich schlecht unterwegs. Die Hertha sogar jetzt stärker als wir, also wir kriegen da gar keinen Zugriff momentan und ja. Schlusspfiff, wir verlieren gegen die Hertha 1:0. Hertha gewinnt mal wieder nach Ewigkeiten und ich sag ja, wir sind so wieder diese Aufbaugegner, obwohl es bei uns ja eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr gut gelaufen ist. Aber wir kennen den Fußballmanager alle. Wenn es gut läuft, kommt irgendwann der Einbruch und der war jetzt. Und ich hoffe, wir steigern uns danach wieder. Alles in allem muss man sagen, die Defensive der Hertha war heute sehr, sehr gut unterwegs, weil den Guganik, stärkster Mann bei der Hertha, hat sehr, sehr gut gespielt. Auch Günther und Jahrstein haben wieder viel gemacht. Alles in allem kann man sagen, wir waren zu passiv. Wir haben uns von der Hertha kontrollieren lassen. Warum auch immer wir das machen. Wir waren fast 100 Stärkepunkte stärker als die Hertha. Und da soll man mal jemand sagen, der Fußballmanager von EA guckt nur auf die Stärkepunkte. Ist vollkommener Schwachsinn. Also wir waren fast 100 Punkte stärker und verlieren hier trotzdem 1:0. Rutschen dadurch wieder auf den 6. Platz runter. Dortmund und Gladbach überholen uns. Das ist nicht so geil. Europa ist unser Ziel. Das müssen wir jetzt langsam mal bestätigen. Ja, Nürnberg spielt unentschieden. Und die Hertha mal wieder seit Ewigkeiten gewonnen. Ich reg mich gerade schon wieder innerlich so ein bisschen auf, aber was sollen wir machen?
Ja, was soll man machen? Ich muss lernen, sowas einfach zu akzeptieren. Auch wenn es schwer ist, das zu akzeptieren. Mario Götze übrigens mit einer 1. Ja, bei Dortmund. Also Dortmund auch ohne Werner und ohne Pazak stark unterwegs mit dem 3:1 gegen Hamburg. Ja, da kommen jetzt halt da mal, ist dann jetzt mal Platz für einen jungen Mann. Nee, der ist nicht so jung. Aber für Bailey. Für Bailey wurde jetzt Platz gemacht, dass der in der Startaufstellung ist. Gut, habe ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu und war vielleicht auch ein bisschen Aufstellungssache, dass ich hätte mit der absoluten Stammelf da reingehen müssen. Aber ich dachte, ich gebe der Jugend mal die Möglichkeit, sich zu beweisen. Hat nicht so gut geklappt. Und hier scheitern gerade ganz viele Vertragsverhandlungen mit Schnitzel. Meet and Greet mit Pazak ist gestiegen, sehr schön, Empfehlung zweiter Mannschaft, Hildebrand ist okay beim 3:1 gegen Kiel. Hendrik Mahler übrigens mit 2 Toren ist ja neu in der Mannschaft, der Holländer. Gerade transferiert worden in unsere zweite Mannschaft diese Saison und wird bestimmt auch noch ein cooler Dude werden. Sonderzug wurde spendiert, sehr, sehr schön. Kann man mal machen, ne? Da habe ich mir mal so gedacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer eingestellt ist. Ne, gerade nicht. Schade. Aber wir können, werden wir Meister. Also die meisten sind hier, schon optimistisch, dass wir das noch schaffen, Meister zu werden. Ja, da müssen wir uns aber ganz schön ins Zeug legen in der Rückrunde jetzt. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Mit dieser Folge Fußballmanager, wir haben verloren. Die jungen Leute haben es heute mal nicht geschafft zu glänzen. Leider. Ja, aber das kann man auch nicht immer erwarten. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder gegen Frankfurt im Pokal. Und das wird dann nochmal sehr interessant, weil der Pokal schreibt seine eigenen Geschichten und Frankfurt in der Liga jetzt nicht so überragend, aber im Pokal muss man sie schon ernst nehmen. Und auch in der Liga muss man sie ernst nehmen. Ne? Also sie sind die 11. stärkste Mannschaft und sind auch auf dem 11. Tabellenplatz. Wahnsinn. Haben aber auch momentan nicht so die gute... Ja gut, die Form ist doch schon ziemlich gut in der ersten Mannschaft. Aber die Moral nicht so. Da können wir vielleicht was reißen. Gut, Leute, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns einfach wieder in der nächsten Folge. Denkt dran, die Folgen jetzt erstmal wieder um 17 Uhr. Wir gehen in die nächste Folge gegen die Hertha, nicht gegen die Hertha, aus der Folge gegen die Hertha in das Spiel nach Frankfurt. Nach dem Spiel, das vor dem Spiel. Haut rein, tschüss.